Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Fabian von Lebenskraft pur neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Fabian. Ja, hallo Silke, wie immer eine Freude bei dir auf dem Kanal. Ja, es hat sich ja so eingebürgert, dass wir so 4 Interviews im Jahr machen, immer so einmal im Quartal, immer mit interessanten Themen. Und diesmal habe ich mir eines meiner Lieblingsthemen rausgesucht, nämlich Wildpflanzen. Ne? Die meisten meiner Zuschauer wissen ja, dass ich seit Jahren schon begeisterte Wildpflanzensammlerin bin und auch gern Wildpflanzen das ganze Jahr über meine Ernährung integriere. Und ja, das sind einfach geniale Superfoods, die wir draußen in der Natur finden. Und gerade jetzt im Frühjahr so eine geniale Vielfalt. Also das ist gerade wunderbar. Dieser Mai ist so ein wunderbarer Monat. Der Frühling, der erwacht, oder gerade auch schon im April, aber Mai, dieses Maigrün, das ist so wunderbar und diese Pflanzenvielfalt. Bin auch schon ganz viel am Wildkräuter sammeln. Und was natürlich Wildpflanzen unterscheidet von den Kulturpflanzen, ist natürlich auch ihr Mineralstoffgehalt, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme, Antioxidantien. Ne? Die schlagen ja die Kulturpflanzen ganz schön weit ab. Ne? Die müssen ja aus eigener Kraft wachsen. Die werden ja nicht gehegt von einem Gärtner und nicht gedüngt. Ja, da, wo sie wachsen, aus eigener Kraft. Und ja, diese Widerstandskraft können wir uns auch zu eigen machen und diese wertvollen Inhaltsstoffe. Ja, ich sage ja immer, so frisch wie möglich, so einfach wie möglich ist immer am besten. Aber dann, wenn man zum Beispiel mal auf Reisen ist oder nicht so die Zeit hat zu sammeln, da empfehle ich auch immer gern die grünen Pulver von Lebenskraft pur. Ganz oben steht natürlich das Grassaftpulver, das weißt du ja. Aber ihr habt auch 2 wunderbare Kräuterpulver, die ich auch immer mal wieder erwähne, ob das auf Instagram ist oder Telegram. Und mit denen darüber wollte ich heute auch mit dir sprechen. Und da frage ich dich jetzt auch mal für Wildkräuterbegeisterte, die jetzt auf ein Pulver zurückgreifen wollen, gerade in stressigen Zeiten oder auf Reisen. Ja, welche Produkte gibt es von Lebenskraft pur und welche Zutaten enthalten sie? Bevor ich darauf antworte, muss ich noch einen kleinen Fun-Fact nennen, sagt man ja so schön heutzutage. Über die Wildkräuter bin ich tatsächlich auch damals, ich weiß gar nicht mehr, aber schon ewig her auf dich aufmerksam geworden. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange gibt es deinen YouTube-Kanal? Schon bald 10 Jahre, oder? 2013. Nicht ganz vielleicht. August 2013, August, September 2013. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, ich war da von Anfang an dabei und fand es so toll. Also von daher befreue ich mich ganz besonders auf das heutige Interview und dass wir über die Wildkräuter sprechen. Das war nämlich auch damals, warst du mein Start für die Wildkräuter. Ja. Genau. Also um auf deine Frage zurückzukommen, welche Produkte gibt es da? Also in vielen unserer Produkten, ob jetzt Tee, Superfoods, Elixiere oder Nahrungsergänzungen, sind viele und verschiedenste Kräuter enthalten, sind es teils heimische Kräuter, aber auch exotische Pflanzen, ne? Zum Beispiel auch aus dem Ayurveda, die wachsen halt nicht hier, ne? Die muss man dann von weiter weg aus weiteren Ländern einfach holen. Und für Wildkräuterfans sind aber insbesondere, sage ich mal, 2 Produkte aus unserem Sortiment ziemlich spannend. Die haben wir auch wirklich aus der Leidenschaft heraus eben dahingehend entwickelt. Das ist einmal das Wildkräuterpulver, ne? Wie es der Name schon sagt, das ist eine Mischung aus 15 verschiedenen heimischen Pflanzen und Kräutern. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf. 12 Stück davon sind aus biozertifizierter Wildsammlung. Also das ist eine Wildsammlung, ne? Also quasi keine Kultur, sondern eine Wildsammlung. Und die ist sogar biozertifiziert, also die Region daraus. Und das ist wirklich ganz toll. Also da habe ich persönlich, haben wir da die besten Erfahrungen mitgemacht mit dieser Kombination. Und 3 davon sind jetzt nur aus biologischer Kultur. Ne? Also aber 12 davon eben aus dieser Wildsammlung biozertifiziert. Alle dieser 15 Rohstoffe sind in Rohkostqualität und enthalten sind allen voran die 2 Klassiker. Ich glaube, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, ne? Das ist Löwenzahn und Brennnessel. Mhm. Das sind ja wirklich, also kennt jedes Kind quasi. Ne? Das sind ja eigentlich so auch die schönen Einsteigerpflanzen. Dann aber auch sowas wie Bärlauch, Mariendistel, Spitzwegerich, Schafgarbe, Lungenkraut, Hagebuttenschalen haben wir drin, Gundermann, Lindenblätter, Goldrute, Eibischwurzel und dann noch was ganz Tolles, die Weißdornblätter. Ja, ist auch Weißdorn auch sehr, sehr spannend, was das Thema Herzgesundheit angeht. Und wir haben den Beifuß und die Wegwartenwurzel drin. Also wirklich, wie du siehst, ne, mit diesen 15 Stück, da haben wir wirklich so die Klassiker zusammengefasst und wollten da einfach ein schönes, breites Spektrum anbieten, eben genau für Leute, die dann, wenn sie unterwegs sind oder vielleicht in der Stadt wohnen, wo man nicht so den Zugriff drauf hat auf die Kräuter, dass man da ein schönes, breites, wie soll ich sagen, ja, eine breite Zusammenstellung der, ja, oder spannendsten Wildkräuter einfach hat. Genau, und durch diese geballte Kraft ist natürlich auch reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Bitterstoffen, ganz, ganz wichtig. Und allgemein ganz, ganz vielen sekundären Pflanzenstoffen. Da gibt es ja Tausende. Deswegen fasse ich das mal so zusammen.
Ja, und als zweites haben wir noch die Sieben-Kräuter-Mischung, also Sieben-Kräuter-Pulver. Das ist eine ganz, ganz altbewährte Mischung aus bitteren, aromatischen Kräutern, Samen und Beeren. Und wir haben das tatsächlich geschafft, die Originalrezeptur von dem Naturheilkundler Bertrand Heidelberger aus dem 19. Jahrhundert auch dafür, wie soll ich sagen, zusammenzustellen und es danach zu produzieren. Das ist ein Kräuterkundler, der war wirklich sehr erfolgreich, auch in der, also der ist durch seine eigene Behandlung quasi in dieses Thema auch gekommen, ne? Der hat sich selber behandelt und später dann eben ist er recht bekannt geworden dadurch und war wirklich ein sehr, sehr spannender Mann auch. Ja, ebenfalls haben wir das Ganze in Bio- und Rohkostqualität, ist sehr, sehr reich an Bitterstoffen und ätherischen Ölen. Wenn man daraus einen Tee macht, da zieht es einem schon fast die Schuhe aus. Da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu. Ist wirklich sehr, sehr, sehr bitter auch. Ja, und enthalten sind dann die Bibernellenwurzel, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut, Anis und die Schafgarbe. Ja, lieber Fabian, und woher stammen die Zutaten für diese beiden Produkte und wird es direkt vor Ort gemischt? Das ist ja, sind ja verschiedene Zutaten, genau. Ja, genau. Also wir beziehen die Rohstoffe, also die werden am Feld angebaut natürlich oder aus Wildsammlung, ne, aus allen möglichen Tundra und allem möglichen. Das haben wir jetzt natürlich nicht vor Ort selber. Also sprich, wir arbeiten da mit den Bauern direkt zusammen, die das für uns anbauen und dann auch entsprechend in die Trocknung bringen, weil es auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Konservierung in Form einer Trocknung, dass die recht zeitnah nach der Ernte passiert, weil sonst hast du schon wieder genau das Problem, was wir auch im Supermarkt und überall haben, dass die Produkte sehr schnell an Mikronährstoffen und Co. verlieren. Deswegen diese Konservierung muss ziemlich schnell nach der Ernte stattfinden. Deswegen geht es nur tatsächlich auf dem Bauernhof, auf dem Feld vor Ort sozusagen. Und das wird quasi in Kooperation dann gemacht. Und dann wird es eben als getrocknetes Material dann, meistens Pulver, ne, noch vermahlen, hier angeliefert und wir verarbeiten es hier dann weiter. Ja? Und das machen wir tatsächlich aber auch selbst, weil da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Also die Produktion ist für uns sehr, sehr wichtig, denn für uns stehen einfach Expertise, Qualität und Sicherheit an erster Stelle. Also wir haben uns da wirklich auch lange Gedanken gemacht, was zeichnet uns denn eigentlich aus? Und das sind wirklich immer diese drei Werte: Expertise, Qualität und Sicherheit. Und die können wir nur durch eine Inhouse-Produktion einfach auch, wie soll ich sagen, gewährleisten, ne? Und auch dieses Qualitätsmanagement, was wir haben. Das geht anders gar nicht. Wenn wir das nicht selber im eigenen Haus haben, könnten wir das nie zu 100% erreichen. Und deswegen haben wir das so gelöst, ja. Ja, und die Wildkräuter stammen dabei alle aus Kroatien, ne? Das ist eine ganz lange, wie soll ich sagen, eine Kräutersammlung mit Tradition, mit langer Tradition. Das ist oder hat den Vorteil, dass es ein optimales mediterranes Klima hat. Und es stammt aus unberührten Wäldern tatsächlich. Deswegen haben wir auch diese Konstellation genommen oder auch diesen Farmer, sage ich mal, weil das also wirklich ein beeindruckendes Projekt ist und da steckt ganz, ganz viel Know-how drin und das braucht man tatsächlich auch. Das wird oft unterschätzt. Das ist aber nicht so einfach alles. Ja, bei den sieben, also das war jetzt Wildkräuter, ne? Bei den sieben Kräutern stammen sechs Zutaten auch aus dieser Kooperation aus Kroatien mit diesen Kräutersammlern. Und einige, also ne, sechs Stück, also ein Teil davon aus Kroatien und ein Teil auch aus Deutschland. Da haben wir auch, da gibt es aber gar nicht so viel leider, ne? Ich hätte natürlich gern alle aus Deutschland, aber das ist nicht so einfach hier. Hier gibt es nicht so viel unberührte Natur tatsächlich, wo man dann solche Projekte auch machen kann. Und also das ist tatsächlich schwierig. Und ein Teil kommt noch aus der Türkei, da sind wir noch dran, den noch ein bisschen näher zu bringen, ne? Oder Richtung Kroatien vielleicht auch zu verlegen. Aber wie man sieht, es ist Europa und wir schauen da wirklich bei jeder Zutat auch drauf, dass es also auch, dass die Farmer einfach auch das Know-how haben, ne? Dass es nicht einfach nur so eine Massenproduktion, sondern auch eine Liebe zum Produkt ist, ne? Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil es fängt halt auch schon da an einfach. Ja, auf Genau. alle Fälle. Ja, sehr unterstützenswert, lieber Fabian. Jetzt meine nächste Frage. Kannst du bitte mal pro Produkt, also Wildkräuter pur und dieses sieben Kräuter, kannst du mal bitte eine Zutat jeweils rausgreifen und so den gesundheitlichen Mehrwert für meine Zuschauer beschreiben? Ja, gerne. Also da würde ich natürlich unbedingt den Klassiker wählen wollen, bei den Wildkräuter, die Brennnessel. Die finde ich persönlich einfach ganz, ganz wertvoll. Die wurde von fast allen Pflanzenheilkundigen der Geschichte, das heißt jetzt Hippokrates, Paracelsus, Hildegard von Bingen,
wurde die verwendet und hat eine große Rolle gespielt. Die Brennnessel ist reich an Chlorophyll. Das ist ja dieser, das hatten wir auch ein Interview mal, das ist der grüne Pflanzenfarbstoff. Die hat verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralien, Kalium ist viel drin, Calcium, Eisen. Hat auch einen ganz, ganz besonders hohen Anteil Silizium. Das ist ja auch ein sehr spannendes Element, weil wir das doch recht viel brauchen und gar nicht mehr so oft vorfinden in der Nahrung. Das ist leider offiziell noch nicht als lebensnotwendig angesehen, aber in den naturerkundlichen Kreisen weiß man um die Wichtigkeit von Silizium. Zählt auch zu den häufigsten Spurenelementen im menschlichen Körper. Ne? Das gehört da dazu. Also von daher ist es für mich unverständlich, warum das nicht zu den lebensnotwendigen von den Behörden gesehen wird, aber so ist es halt. Erfahrungsgemäß kommt es den Blutgefäßen sehr zugute, der Haut, den Gelenken, Knochen, kommt es da sehr, sehr zugute. Und man kann auch sagen, so ein bisschen was zu den Einsatzgebieten, es reguliert das Immunsystem, es wirkt gegen Entzündungen, oftmals auch der Einsatz bei allergischen und rheumatischen Erkrankungen. Da, ich glaube, das ist eigentlich so, da hat die Hauptwirkung, die man so vielleicht aus der Kindheit noch kennt. Ne? Bei Rheuma hat man ja immer gesagt, mit Brennnesseln, war bei uns jedenfalls so. Ist tatsächlich so, da zeigt sich auch sehr vielversprechend und auch nachgewiesenermaßen harntreibend. Also sprich, in der Naturheilkunde wird es auch bei Erkrankungen der Harnwege oftmals eingesetzt. Und ja, es kann einfach die Nierenfunktion auch bei Entgiftungskuren auch unterstützen. Ne? Alles Harntreibende ist ja in dem Bereich auch sehr, sehr hilfreich. Ja, und in der Volksheilkunde ist es einfach sehr viel eingesetzt, zum Beispiel auch bei Herzerkrankungen und auch Leberbeschwerden. Also es ist ein wirklich tolles, wie soll man sagen, Allrounder-Pflanze, die für sehr viele Einsatzgebiete hat und auch ein wahres Feuerwerk, sage ich mal, an Mikronährstoffen auch bietet. Deswegen bin ich ein großer Fan von der Brennnessel. Und bei den 7 Kräutern würde ich mir den Wermut aussuchen. Den finde ich nämlich so spannend. Der ist super alt. Ja? Also das ist auch wirklich sehr, sehr, es geht sehr, sehr weit auch in die Dokumentation von dem Wermut. Der wurde schon im Ägypten und später auch im antiken Griechenland genutzt, also schon so lange. Die Inhaltsstoffe sind auch wahnsinnig spannend. Verschiedene Bitterstoffe haben wir da drin. Das ist super spannend, der Wermut. Es gibt, kurzer Exkurs, es gibt eine Tabelle oder ein Bitterstoffwert. Und jede Pflanze hat einen gewissen Bitterstoffwert. Ja, das kennt man ja vielleicht von den Scoville, von diesem Schärfegrad, ne, bei den Chilis und so weiter. Und das gibt es auch für Bitterstoffe. Also auch, wo man sagen kann, hey, der hat hier so einen Wert 25.000 Bitterstoffeinheiten. Und der Wermut steht da wirklich ganz, ganz vorne. Der hat, wir haben das bei den Bitterkräutertropfen, haben wir da eine Tabelle drin. Der hat irgendwas um die 20.000 Einheiten. Das ist da ganz, ganz bitter. Ich glaube, Enzian oder das gelbe Enzian hat nur irgendwas um die 10.000, Löwenzahn und ein paar hundert oder sowas. Also es ist wirklich extrem bitter. Ne? Das finde ich einfach ganz spannend beim Wermut. Der ist extrem bitter. Der hat auch sehr viel ätherische Öle enthalten. Und die sekundären Pflanzenstoffe stecken da natürlich auch mit drin. Das sind dann verschiedene Flavonoide, aber auch Mineralstoffe und Vitamine, Vitamin C zum Beispiel. Der Volksheilkunde, wenn man da wieder mal den Aspekt noch drauflegt, vor allem auch als Bittermittel bekannt bei Magen-Darm-Beschwerden. Ne? Da kommt halt auch, natürlich ist es in dem Sinne bitter, als Bitterstoff eingesetzt, weil es halt eben so einen hohen Wert hat. Und da wird es oft bei Magen-Darm-Beschwerden genutzt, aber auch bei Lebererkrankungen. Wir wissen ja auch, ich glaube, da hatten wir uns auch schon mal unterhalten, dass die Lebergesundheit auch ganz massiv von Bitterstoffen abhängig ist. Ne? Und ja, Bitterstoffe an sich sind ja auch bekannt für die Magen- und Gallensäfte, also dass sie angeregt werden, dass sie unterstützen bei der Verdauung, bei der Entgiftung. Das ist bewährt bei Appetitlosigkeit, sind Bitterstoffe auch sehr, sehr, oder finden da ihre Anwendung, bei Völlegefühl, Blähungen. Und ich finde es auch insbesondere einfach in diesen heutigen Zeiten, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, wo, sagen wir mal, die Bitterstoffe in den gängigen Pflanzen herausgezüchtet werden, finde ich es umso wichtiger, dass man sich da einfach seinem Körper was Gutes tut und die Bitterstoffe wieder auf den Speiseplan bringt. Von daher eine Lanze für den Wermut will ich hiermit brechen. Ja, also der hat auch, nochmal so ein interessanter Fakt ist, das gibt ja den Absinth, das ist ja dieser ganz starke Alkohol und dem wird ja so eine anregende Wirkung auch nachgesagt und das ist auch tatsächlich darauf zurückzuführen, auf das ätherische Öl des Wermuts. Ja, also der hat schon eine gewisse Magie, die Pflanze,
Und wird auch oftmals bei entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel eingesetzt, Morbus Crohn da allen voran. Also das ist eine unheimlich spannende Pflanze und wenn man wirklich mal Bitterstoffe haben mag, dann ist der Wermut da ein toller Kandidat. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch, oder ist er auch wahrscheinlich vom Bertrand Heidelberger deswegen auch genommen worden, damit man da die Bitterstoffe und natürlich auch die anderen tollen Wirkungen vom Wermut noch mit unterbringt. Ja, vielen Dank für die Ausführung, lieber Fabian. Und genau, du hast ja jetzt gerade auch bei der ersten Frage alle Zutaten so aufgelistet. Und du hast ja auch nochmal betont, wie wichtig Qualitätssicherung bei euch ist, bei Lebenskraft pur. Wie gewährleistet ihr die Qualitätssicherung der Zutaten, gerade auch jetzt speziell von den Wildkräutern und Kräutern? Ja, da spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle. Angefangen vom Anbau der Rohstoffe, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ist es jetzt irgendwie ein ausgelaugter Boden oder vielleicht auch irgendwie kein samenfestes Gut mehr, ne? Also sprich irgendwie so Hybridsamen oder sowas. Das hat natürlich Einfluss drauf, da fängt das Ganze schon an. Dann über, ich hatte es ja auch schon erwähnt, die Auswahl der Lieferanten, ne? Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die mit so viel Herzblut die Sachen anbauen. Ja, das ist wie, also da redet man halt direkt auf einer Wellenlänge und das merken wir mittlerweile schon. Wer da jetzt einfach das Ganze nur aus, sag ich mal jetzt, Profitgründen oder wirtschaftlichen Gründen macht und wer das Ganze halt noch kombiniert mit dieser Leidenschaft. Und das ist auch schon ganz, ganz wichtig, weil natürlich passiert da auch ganz viel beim Anbau. Dann geht es halt weiter. Die hauseigene Produktion, hatte ich schon erwähnt, zählt für mich tatsächlich auch zur Qualitätssicherung, weil da habe ich dann die Hand drauf und kann eben sagen, hey, da ist was schiefgegangen oder das können wir so nicht machen. Ne? Das kann ich halt nicht, wenn ich keine hauseigene Produktion habe. Dann Technologien, die zum Einsatz kommen. Es gibt mittlerweile wirklich so unterstützende Technologien, die man halt nutzen kann. Das ist aber auch viel Know-how, was man dafür braucht. Und ja, bis hin zur Qualitätssicherung, wo wir halt ein ganzes Team haben, die sich da rund um die Uhr, ne, das fängt bei der Wareneingangskontrolle an und geht über Zertifikateanalysen, Laborarbeiten und so weiter weiter. Ja, und dann natürlich auch die Verpackung zählt für mich da auch mit rein, dass man da halt eine vernünftige Packung, gerne im Braunglas oder dann halt eben so, wenn man halt irgendwas mit Kunststoff hat, dass zumindest dann eben nicht diese Weichmacher und so weiter drin sind, diese kritischen Stoffe, weil das wollen wir natürlich gar nicht haben. Ne? Aber am liebsten im Braunglas, ja. Und bei den Kräutern im Speziellen kann man dazu sagen, dass das Risiko durch Pestizide, das können wir dadurch größtenteils vermeiden, ja, indem wir eben auf 100% Bioqualität oder auch Wildsammlung setzen. Dadurch, das ist nicht ein Garant, ja, deswegen machen wir ja auch immer noch Analysen dazu, aber es ist auf jeden Fall schon ein Anzeichen dafür und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass man dann weniger von diesen schädlichen Stoffen auch hat, wenn man auf Bioqualität setzt. Aber wir prüfen das zusätzlich tatsächlich nochmal, weil uns eben diese Qualität so wichtig ist. Und diese Sicherheit vor allem auch. Ja, man muss nämlich auch dazu sagen, diese Tests sind tatsächlich notwendig, weil selbst bei Wildsammlung ist es unglaublich, ja, und das ist für mich auch unverständlich. Also deswegen will ich auch heute drüber reden. Es ist selbst bei Wildsammlung mittlerweile so, dass unsere Luft so dermaßen stark belastet ist, dass man da auch keine hundertprozentige Garantie mehr hat, dass da nicht irgendeine Schwermetallbelastung drin ist. Allein, also Wildsammlung, ne, da war nie irgendwo ein Mensch dran groß, ne? Allein nur durch die Luft, wie soll ich sagen, ja, die ganze Atmosphäre und so weiter, gibt es da tatsächlich stellenweise schon Probleme. Und man kann sich da nicht mehr hundertprozentig sicher sein, dass es nur weil es Wildsammlung ist, dass es 100% reine Ware ist. Also deswegen sind diese Analysen und diese Beschäftigung mit dem ganzen Thema so wichtig. Ja, und man wird es auch nie 100% vermeiden können. Da will ich auch mal eine Lanze brechen. Man kann es, also in dieser heutigen Welt kannst du es wirklich fast vergessen. Das ist, also da 100% saubere Ware ist kaum mehr möglich. Das gibt es fast nicht mehr. Und deswegen ist ja auch so wichtig, also einmal natürlich so niedrig wie möglich, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Man will ja nicht zu viel von dem ganzen Zeug sich ins System, am besten null natürlich. Aber wenn schon was irgendwo immer mal wieder reinkommt, was kaum vermeidbar ist, dann ist halt wichtig, dass man diese permanente Entgiftung auch irgendwo ein bisschen macht. Ja? Also nicht jetzt als Kur oder so, das kann man auch machen, ja, ein, zwei, dreimal im Jahr. Aber ich finde, so eine leichte permanente Entgiftung, sei es jetzt durch Chlorella-Algen, nimmst du ja auch, glaube ich, ganz gerne. Oder sonstige grüne Säfte oder sowas, ne? Alles Chlorophyll ist ja auch ein Chelatbildner, hat man ja, glaube ich, auch schon mal besprochen. Da gibt es so tolle Sachen, die man da im täglichen Gebrauch einfach anwenden kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ist ein kleiner Exkurs, aber das war mir wichtig zu sagen.
Ja, und einfach dann bei der Produktion, das ist auch nochmal für uns ein Qualitätsmerkmal, dass man halt bei der Produktion wiederum auch auf fragwürdige Zusatzstoffe verzichtet. Zum Beispiel kann man kann ja alles Mögliche machen. Ne? Man kann Begasungen einsetzen, Bestrahlungen, sonstige Behandlungen irgendwie oder Rieselhilfen oder sowas. Ne? Gentechnisch verändertes Saatgut hatte ich vorhin schon erwähnt. Also, dass man da halt einfach so sauber und clean wie nur möglich arbeitet. Ne? Da legen wir halt auch großen Wert drauf, dass man dann einfach im Zweifel die Maschinen, also erstens mal Hightech-Maschinen, die können nämlich schon viel mehr heutzutage, und zweitens dann halt die vielleicht nicht voll aufdreht für die maximale Effizienz, sondern halt einfach so dreht, dass das auch noch ohne Zusatzstoffe oder sonstige Behandlungen einfach möglich ist. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja, und dann halt, und das Ganze wird halt eben von unserer hauseigenen QS-Abteilung auch gesteuert. Und da wird einfach jede Charge geprüft und ja, und da werden halt eben auf Mikrobiologie getestet, auf Schwermetalle, Pestizide, Schimmelpilze, das ganze Zeugs, was man halt nicht haben will. Ja, und dann wird es eben hauseigen produziert. Wie gesagt, da verzichten wir auch auf jegliche Verarbeitungshilfsstoffe, Kunststoffe, Unreinigungen und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, die passieren tatsächlich. Da muss man einfach aufpassen wie ein Fuchs. Und da legen wir extrem großen Wert drauf. Und halt am Schluss ist es die Verpackung tatsächlich auch noch. Ich kann es nur immer wieder sagen: Ein Braunglas, das ist einfach was Ehrliches. Das schützt richtig gut auch vor Oxidation, weil man muss ja auch immer wieder sagen: So getrocknete Pflanzen sind ja trotzdem anfällig, auch gegen alle möglichen Arten von, was weiß ich, Licht, ja, oder sind ja empfindlicher. So ein Cranberry-Pulver, da haben wir mal einen Test gemacht. Das ist schon, ich glaube, nach ein paar, also nicht mal Wochen, ja, ist es schon, wenn das jetzt in einem Weißglas liegt und einfach nur im Raum steht, da ist sie schon halb verblasst gewesen. Also das sind wahnsinnig empfindlich, je nachdem, wie hochwertig und wie rein die Zutaten auch sind. Ne? Die werden ja anfälliger dann auch, umso reiner und umso hochwertiger das Ganze geht oftmals dann auch mit Empfindlichkeit einher. Umso wichtiger ist halt auch diese Verpackung. Ja. Genau, also so mal grob abgerissen, das ist doch ein recht großes Thema bei uns, ja. Ja, danke, dass du auch die Lanze gebrochen hast mit diesem 100% Reinheit. Das, selbst Gibt's 100% nicht. Bio gibt es heute und vor allem auch in Deutschland nicht mehr. Durch Nope. die Verunschmutzungen, eben auch Schwermetalle oder auch konventionelle Landwirtschaft, die hier betrieben wird. Also die Pestizide machen ja nicht dann am Acker halt, ne? Wenn dann Eben. gewisse Winde, ja, dann, ja, also davon kann man sich auch verabschieden, von dieser 100% Reinheit. Deswegen danke dir auch für diese Erinnerungen, da wirklich eine leichte Entgiftung regelmäßig zu machen. Weil Ja, Entgiftung ist genau. auch schon lange ein Thema auf meinem Kanal. Und die Leute immer, ja, wir haben doch Entgiftungsorgane, wieso entgiften? Das machen die doch selbst. Aber unsere Entgiftungsorgane, die sind dann über die Jahre auch überlastet. Also man sollte schon noch Werkzeuge dafür verwenden, um den Körper zu unterstützen. Und da gibt es ja auch verschiedene. Da danke ich dir, dass du das auch nochmal wirklich hier bewusst Gerne. gemacht hast. Gerne, gerne. Genau, wir hatten jetzt über Wildkräuter pur und sieben Kräuter. Wie kann man die Produkte optimal verwenden? Also ich kann auch meine eigene Erfahrung, was empfiehlst du oder wie verwendest du die Produkte? Ja, also einmal zur allgemeinen Zufuhr einfach von Bitterstoffen, ne? Um da sich auch manchmal dran zu gewöhnen, weil das ist manchmal, du weißt es ja auch vielleicht, ja gut, du bist schon so lange drin, wahrscheinlich nicht mehr so, aber du weißt ja auch, wie es am Anfang war. Ne? Man muss sich auch je nach Körper auch langsam dran gewöhnen, weil die haben halt schon richtig Kraft. Ne? Und da kommt man dann auch ruckzuck, können da so Heilkrisen passieren, ja, auch durch Bitterstoffe. Gerade so frische und auch hochpotente getrocknete Pulver, die haben richtig Power. Und da ist es oftmals ratsam, auch langsam anzufangen, mal als Beigabe vielleicht zum Smoothie. Ne? Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich finde es aber auch, wie gesagt, toll, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, den Tee, der ist aber halt schon richtig kräftig, ne? Da vielleicht dann mit ganz wenig Pulver anfangen. Was ich auch ganz toll finde, ist, das einfach mal unter die Zunge zu legen von einer Mahlzeit. Ja, Sieben also das Kräuter ist jetzt, ne? un. Sieben Kräuter. Bitte? Sieben, Sieben das. Kräuter, ja, genau, sieben. Es geht aber auch mit Wildkräutern. Ich finde, sieben Kräuter ist an der Stelle noch potenter. Dass man halt einfach vor der halben Stunde vor der Mahlzeit unter die Zunge so eine Messerspitze voll an Pulver legt. Ganz toll. Also was da allein die Verdauungssäfte, was da arbeitet und anregt und dann, das ist toll, ja. Also das kann ich nur empfehlen. Da bin ich großer Fan davon. Ja, das sind so meine Anwendungen, würde ich sagen, im Großen und Ganzen, ja. Also sieben Kräuter verwende ich auch genauso, immer nach Bedarf. Aber ich nehme ein bisschen mehr als eine Messe. Ich nehme auch manchmal so einen Teelöffel oder so. Ja, du bist ja auch Weil, also Profi. in Tee habe ich mir daraus noch nicht gebrüht, aber ich weiß aus dem Freundeskreis, dass der ziemlich bitter. Also das ist wirklich
ziemlich bitter, aber eben auch gut für die Verdauung, ne? Und auch eine Erfahrung von anderen, die sagen, die können damit so ihre Zuckersucht, also wenn dann so Zuckersucht aufkommt oder so die Lust auf Süßes, dann einfach ein bisschen 7 Kräuter in den Mund und das wirken lassen und immer wieder bei Bedarf. Also da kann man das auch ein bisschen überwinden. Und das Wildkräuterpulver, du hast ja schon die große Vielfalt am Anfang beschrieben, was da für Wildkräuter enthalten sind. Und gerade für Menschen, die zwar selber sammeln, aber in ihrem Umfeld nicht so viel haben, ist es natürlich eine gute Ergänzung. Ne? Manche schreiben mir, oh, ich finde das nicht und das nicht. Ich finde bei mir nur Löwenzahn und Brennnessel. Da sage ich, es ist schon super. Aber wunderbar. Für die wäre das natürlich auch noch eine gute Ergänzung. Und also ich habe dir ja schon erzählt, wir haben ja, einen Hund. Und ich habe dir auch erzählt, der bekommt auch die grünen Pulver von Lebenskraft vor. Also gerade jetzt gibt es auch frisch. Also Löwenzahn, Brennnessel wird gemixt oder klein gehackt. Das kriegt er so ins Futter. Aber gerade im Winter über kriegt er jeden Tag einen Teelöffel Wildkräuterpulver. Wunderbar. Sein Essen. Also, und auch 7 Kräuter mache ich auch manchmal. Selbst dieses bittere Pulver, das frisst er auch mit in sein Futter. Und ja, Wildkräuterpulver, das kann man natürlich auch gut über Salate geben. Oh, oder wenn man sich im Winter ein Dressing macht, dann ein bisschen Wildkräuterpulver rein. Oder was ich auch total mag, im Winter esse ich ja auch mehr gedämpftes Gemüse mit schön viel Grün, aber trotzdem nochmal über das gedämpfte Gemüse ein bisschen Wildkräuterpulver. Mhm. Dressings oder so über das Wildkräuterpulver, über Salate, über Gemüsegerichte, das ist immer eine wertvolle Zutat. Ne? Ich mag auch die. Hat bei den Wildkräutern, ne? Die schmecken ja so schön mit dem Bärlauch, auch so schön würzig. Würzig, also, heftig. Ja. Klasse. Genau. Also ja, also auf alle Fälle bei mir auch ähnlich wie Grassaftpulver schon regelmäßig. Also auch Winter, also ich nehme es tatsächlich auch im Sommer, auch wenn ich selber sammle. Manchmal, wenn man auch unterwegs ist, man weiß, man hat immer Wildkräuter dabei oder so. Oder hat, ich habe jetzt gerade nichts Frisches für den Hund, da kriegt er einfach Wildkräuter pur. Das ist auf alle Fälle, also für mich sind das auch zwei wunderbare Produkte, die ich jetzt auch schon, ja, seit sie auch bei euch erschienen sind, eigentlich auch regelmäßig verwende. Ganz klasse, ja. Genau. Super, ja. Zum Schluss eine Frage. Die geht, da geht es eher um Lebenskraft pur. Vielleicht haben das auch schon einige Zuschauer gemerkt, dass es eine kleine Änderung bei Lebenskraft pur gab, dass es jetzt auch Produkte gibt, wo auf dem Etikett Vitano steht. Zwar klein bei Lebenskraft pur. Magst du es für meine Zuschauer noch mal ganz kurz erklären, damit es nicht zur Verwirrung kommt, wenn jetzt auf Etiketten manchmal Vitano ganz groß steht? Genau. Wir haben uns da einfach noch mal spezialisieren wollen. Also sprich, Lebenskraft pur wird sich einfach ausschließlich mit Nahrungsergänzungen befassen. Und Vitanur ist im Prinzip die Sparte, wo es um hochwertige und natürliche Lebensmittel geht, Superfoods, das ganze Thema einfach in dem Bereich. Ne? Vitanur, der ein oder andere hat es ja vielleicht auch gesehen, hat dieses alte Lebenskraft-Pur-Design bekommen. Und Lebenskraft-Pur hat jetzt halt eben ein cleaneres Design bekommen, weil es halt wirklich eher Richtung in diesen pharmazeutischen Bereich, ja, also dieses Naturheilkundliche geht. Und da haben wir uns halt hauptsächlich dann noch mit den, beschäftigen wir uns noch mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist einfach nur eine Trennung, damit es einfach noch klarer wird, welche Marke befasst sich mit was. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und weil wir uns halt intern dann noch viel mehr spezialisieren können. Ne? Weil wir halt auch gemerkt haben, das Nahrungsergänzungsmittel ist halt nicht unbedingt das gleiche wie das Lebensmittel. Und da kann man sich einfach viel besser spezialisieren auch. Ne? Unsere Mitarbeiter sind dann einfach viel fokussierter. Hier im Bereich Lebensmittel, hier im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Und dann kann man sich einfach noch viel mehr spezialisieren. Ne? Mir ist halt einfach diese Liebe zum Produkt, sage ich mal, ne? Diese Leidenschaft. Und die kann ich halt viel besser gezielter und spitzer ausführen, wenn ich da die Produkte halt so, ja, wenn ich da möglichst spitz, sage ich mal, bleibe. Ne? Ja, danke dir für die Erklärung. Gerne. Ja, zum Schluss, viele Zuschauer sind das ja schon gewöhnt. Ihr stellt mir ja dann auch noch für meine Zuschauer oder Leser auch immer einen Rabattcode, 5% für 5 Tage. Und diesmal wird es der 6. Mai bis 10. Mai sein. Genau, die Zuschauer, also ihr findet alles Wichtige, den Link zur Lebenskraft pur, die Zeitdauer nochmal und den Rabattcode findet ihr unter diesem Video. Genau, da könnt ihr einfach mal schauen. Ich empfehle euch natürlich, ihr wisst ja, die grünen Pulver, die stehen bei mir ganz hoch im Kurs, aber auch die vielen tollen Lebensmittel. Da ist ja letztes Jahr so viel dazugekommen. Die ganzen Beerenpulver, die gekeimten Saaten und auch Dattelzucker, Ursteinsalz. Ich finde das auch sehr angenehm, weil es nicht zu salzig ist. Mhm. Hat eine sehr angenehme, so eine milde Salzigkeit. Also Lebensmittel, du weißt, ich liebe ja eure Lebensmittel, aber für die, die vielleicht Nahrungsergänzungsmittel benötigen, habt ihr auch ganz tolle Produkte. Meine Jungs nehmen zum Beispiel Eisen, Magnesium, Zink regelmäßig, kurmäßig. Da habt ihr auch ganz tolle Produkte. Genau. Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Beantworten der Fragen zu 2 sehr wertvollen Produkten von Lebenskraft pur. Da danke ich dir sehr. Auch für das Bereitstellen des Rabattcodes danke ich dir sehr. Und
Ja, und für die Zuschauer, schreibt gern eure Meinung zu den Produkten, eure Erfahrung mit den Produkten und schaut gern bei Lebenskraft pur dabei und nutzt den 5% Gutschein für den Warenkorb. Alles Liebe, alles Gute für euch und bis bald.